jetzt geht's los mit der Fermentierung in einem Glas. Wollte ich das mal probieren. Hier habe ich schon ordentlich was reingestopft. Habe ich selbst im Internet gesehen. Sortiere jetzt mal meine paar Blätterchen, die ich habe, und dann geht das weiter. Zur Fermentierung. Das werde ich dann mit kochendem Wasser machen, im kochenden Wasser. Das werde ich dann aber morgen machen. Alles schön gepresst. Hier sieht man den Apfel. Ich hoffe, das reicht so für den ersten Versuch. Mal schauen. Ich bin selbst gespannt. So, der eine fragt sich, warum jetzt Gaskocher? Hatte ich noch gehabt. Die Gaskartuschen benutzen wir aktuell ja nicht mehr. Und ja, bevor ich es jetzt drin mache, dachte ich draußen an der frischen Luft. Wer weiß, was noch so passiert. Jetzt eine Stunde, ich glaube Dennis hieß der das gemacht hat. Nach einer Stunde kann man dann sozusagen den Druck rausnehmen aus den Dosen bzw. aus den Gläsern. Das werde ich dann tun und dann nochmal weitere 3 Stunden köcheln lassen. Mal schauen, ich bin sehr gespannt. Die Stunde ist um. Ich mache jetzt erstmal aus und mache jetzt erstmal den Druck raus aus den Gläsern. So, jetzt mal gucken, inwieweit das hat kurz gezischt, nicht so extrem. Wieder reinstellen. Den nächsten, der hat schon ein bisschen mehr gezischt. Und jetzt kommt der letzte. Wo ist er da? Das andere sind nur Fake-Gläser, die ich kenne. So, und jetzt geht's weiter. 3 Stunden lang köcheln. So, 4 Stunden am Köcheln. Jetzt machen wir erstmal aus. Dann eine Kartusche hat tatsächlich über 4 Stunden gehalten. Faszinierend. Ich werde morgen nochmal fermentieren, werde jetzt aber die dann entrippen, weil die sind jetzt ja noch komplett mit Rippe. Mal gucken, Wasser ist auch ganz gut raus. Oh, da sitzt ordentlich was hinter. So, schön heiß. Hier ist der Apfel, den schmeiße ich jetzt raus. So, der Apfel ist entfernt und jetzt will ich mal das reingedrückte Tabakchen rausholen, was hier drin ist. Oha, das ist auch ganz schön heiß. Ja, und dann mal gucken, wie die Tabakblätter dann sind. So, ich habe jetzt mal so einen Wickel rausgenommen, also sieht schon richtig gut aus. Werde ich morgen, wie gesagt, nochmal fermentieren. Erstmal ein bisschen trocknen lassen. Aber ja, riecht auch ganz angenehm. Ich bin erstmal begeistert.